Servus und willkommen zurück zu LS22. Jetzt hätte ich fast Florenz gesagt. Letzte Folge haben wir dieses Feld von Steinen befreit und jetzt wird Raps angesät. Und ich hoffe, dass ich die Spuren immer ganz gut halten kann. Nee, kann ich nicht. Bin zu weit innen. Da muss ich auf jeden Fall nochmal drüber. Hilft nichts. Schön drüber übers bereits Gesäte. Absenken und auf geht's. Ja, in der Folge werden wir jetzt hier sehen und das wird wahrscheinlich dann auch das einzige bleiben. Schätze ich mal. So. Und in der nächsten Folge muss ich erstmal schauen, was wir dann wieder machen. Halt, zweit, so, zack. Ob wir vielleicht einmal so einen Auftrag machen. Oder. Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Sieht das schon gut aus. Da ich ja jetzt 28 Tage eingestellt habe in der Season-Ding dauert es jetzt relativ lang, bis mal was wächst oder so, glaube ich zumindest. Und ja. Bin immer noch am Schauen, was das überhaupt für ein Winkel ist. 115 Grad vielleicht. 315 Grad. Das wäre cool, wenn da irgendwie Nord, Süd, Ost und außenrum diese Gradzahl noch angezeigt werden würden, aber der Pfeil ist auf jeden Fall Norden, der sich da außenrum an der Minimap bewegt. So. Beides zusammen muss eigentlich 360 Grad ergeben. Nee, Moment. Nee, hä? Doch, doch müsste es. So, wenn ich jetzt hier zurückfahre, das waren jetzt 135. Dann wende ich um 180 Grad. Ja, 180 Grad muss der Unterschied dann sein. Dann ist es 315. Stimmt schon. Genau, dann haben wir es jetzt rausgefunden. 315 und 135 Grad. Passt.
Ja, wenn man so rangeht, kann man das ganz gut alleine alles immer sehen und so. Braucht man gar keinen Helfer. Helfer ist halt einfach nur dafür da, um Zeit zu sparen. Oder um mehrere Sachen gleichzeitig machen zu können. Baum im Weg. Habe ich mir schon gedacht. Ja. Ja, perfekt, perfekt schaut es aus. Bin ich schon manchmal selber stolz, dass ich das so gut hinkriege. Ich könnte natürlich auch die Spurreise hernehmen. Allerdings führen die dazu, dass Steine hochgegraben werden könnten. Und das mag ich einfach nicht, weil ich war mit dem Steinesammler, bin ich drüber gefahren, Feld von Steinen befreit. Und da möchte ich nicht, dass da irgendwie nochmal Steine aufs Feld kommen. Sieben Minuten haben wir schon. Doppelte Menge noch. Oh, das könnte knapp werden. Das könnte sehr knapp werden. So, jetzt brauchen wir langsam Licht. Will in die Hecke. Bisschen weit links. Aber geht schon. Habe ich leider einen halben Meter verschenkt. Fünfunddreißig passt. Ach ja, ach ja. Oh, Rehe. Gibt's heute einen Rehbraten oder Rehragout? Abends ist ja schon vorbei, sehe ich gerade. Ja, schon fast Zeit zum Schlafen. Allerdings habe ich mein Häuschen abgerissen, was bedeutet, dass es nun keine Stelle zum Schlafen gibt. Also muss ich durcharbeiten, bis ich mir wieder was leisten kann zum Schlafen. Schätze mal, dass die viele Kommentare jetzt dann heißen werden, ich soll mehr mit Helfern arbeiten. Da wette ich sogar mit. Oder da wette ich drum. So, 135 ungefähr.
Ja, weil das ist, aber dann weiß ich ja nicht, was ich sonst machen soll. Dann schaue ich die ganze Zeit auf die Map und so und dann fährt sich der Helfer da an die Büsche kaputt und keine Ahnung. Helfer sagt dann, nö, keine Ahnung, kein Feld und Zeug und ja. Und es wird auch etwas dauern, bis ich mal die Produktionen testen kann. Da wir erst einmal ein bisschen ernten müssen. Husch, husch. Ne, Moment, was war das jetzt? Nein, das wollte ich nicht. Was war die Hupe nochmal? Nein, das war's nicht. Ah, das war die Hupe. Null ist die Hupe. Gut, aber die Rehe interessiert es nicht. Ich habe jetzt noch 3 Minuten. Das schaffe ich nicht, das Feld. Boah, hey, was ist denn auf einmal los? Ist das Feld an der Stelle so hügelig, so komisch? Ja, doch, das wird schon hinhauen. Ja. Die andere Frage ist, ja, genau. Ein Popel ist jetzt natürlich nicht gesät worden. Soll ich jetzt das Feld noch zu Ende säen oder soll ich das auf die nächste Folge verschieben? Das ist hier die Frage. Ich glaube, ich verschiebe es auf die nächste Folge dann. So, jetzt ist es sehr dunkel. Jetzt machen wir mal ganz an hier. Ja, schön. Schön, schön, schön. Alles schön ruhig. Zack. Ja, ich glaube, 2 Bahnen schaffe ich jetzt noch. Und dann übergebe ich an den morgigen Let's Player, den morgigen YouTuber, dass man dem schöne Grüße ausrichtet und nette Kommentare da lasst und lobt mal, wie gut ich das hier gemacht habe. Also, mich loben, nicht denen in der Zukunft. Ein gutes Wort für mich einlegen, genau, so könnte man es sagen. So, die Spur noch zu Ende. Dann ist Schicht im Schacht. Maus, spinn nicht rum.
So, einmal noch wenden. Dann sage ich schon mal ein Danke fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Video. Servus und kommentieren nicht vergessen. Servus.